Herzlich willkommen von einem der schönsten Strände Mallorcas, dem Estrengstrand. Dort am Horizont ist der Puig Major, der höchste Berg Mallorcas, an dem ich schon so oft vorbeigefahren bin. Links davon finden wir es so hier. Dorthin die andere Seite von Estreng, dort ist der wunderschöne Ort Sarapida. Schon mal vorgestellt in verschiedenen Videos. Wer weitere Videos anschauen möchte, der findet eine Riesenauswahl. Gerne den Kanal abonnieren, um so immer informiert zu sein über Mallorca und was es Neues gibt. Und wunderschöne Orte, so wie diesen. Also schöner geht es eigentlich nicht. Heute blauer Himmel, nur ganz, ganz wenige Wolken, eine leichte Brise. Wir haben um die 33 bis 34 Grad. Da hinten übrigens ganz an der Spitze, ganz links außen in der Bildmitte, dort ist Calapi, auch ein wunderschöner Ort. Eine kleine Bucht, die zum Ankern für die zahlreichen Boote ein Paradies ist. Also diese ganze Küste hier. Kannst du eigentlich nichts rausnehmen. Ja, und Estreng ist hier einmal so kurz unterbrochen bis durch ein bisschen Steine und Felsen. Und da hinten geht der weiße Sandstrand weiter. Dort gibt es auch Chiringuitos. Dahinter ebenfalls viele Parkmöglichkeiten. Also wer einmal hier war, der will auch immer wieder hierher. Heute eine riesige Erfrischung ins Wasser, was ganz flach abfällt, zu marschieren. Grüne Flagge, leicht auflandiger Wind, der auch mal im Böen etwas stärker ist. Hier gerade merke ich wenig davon, wenn wir ein paar Meter gehen, dann kann das schon wieder ein bisschen mehr sein. Die Parkmöglichkeiten sind heute schon fast an der Grenze. Wir sind noch in der Vormittagszeit. Das heißt, jetzt geht man raus, jetzt geht man an den Strand. Auf der Seite haben wir Colonia St. Jordi. Auch von da aus kann man hier hergehen. Die Parkmöglichkeiten dort sind allerdings sehr begrenzt. Man müsste eventuell einen längeren Fußweg in Kauf nehmen. Und die meisten sind auch gebührenpflichtig.
hier etwas weiter ein Stück in den, am Rande der Dünen befindet sich eine etwas größere Strandbar, die wir uns auch gleich nochmal anschauen werden. Hier in diesem Bereich ist der Sand ein bisschen grober. Aber auch hier ist schon viel Sand weggeflogen. Man sieht das an einigen Treppen. Da ist einfach der Sand verschwunden ist, beziehungsweise ins Meer getrieben. Hier im Hinterland des Strandes wird Salz gewonnen. Hier wird das verladen. Wie das genau funktioniert, ja, auf verschiedene Flächen wird es immer umgeschichtet und dann irgendwo wird das Ganze dann herausgefischt, so sage ich es mal laienhaft.
Hier merkt man auch gerade, es weht eine Brise, die ist aber nicht kühl, die ist schon warm. Machen wir uns einmal auf die Reise hier durch den Sand, durch das Wasser. Bin vorbereitet, habe Gummistiefel an, hüfthoch.
Das Wasser ist unwahrscheinlich warm, 27 bis 28 Grad hier. Dadurch, dass es so flach reingeht, natürlich sehr, sehr angenehm. Hier in den Dünen ist eine etwas größere Strandbar, die auch ein wenig Schatten spendet. Da ansonsten alles ein bisschen weiter weg ist, ist das eine tolle Sache. Auch abends spät kann man hier noch richtig gemütlich sitzen. Man wird hier aber überall aufgefordert, nicht den Dünenbereich zu betreten, weil das alles geschützte Natur ist, die erhalten bleiben muss, und deswegen nicht die Dünen betreten.
Hier sehen wir den Estrengstrand noch einmal in seiner ganzen Schönheit und seiner ganzen Breite. Dahinter die Salzseen. Da ist Tränk mit dieser Schönheit, mit der Wasserqualität, mit dem Wetter. Ein Muss für jeden Mallorca-Fan. Es gibt mehrere Möglichkeiten, hierher zu kommen. Entweder von da ganz hinten aus oder aus dieser Richtung hier, wo ich jetzt stehe, aus Richtung Colonia St. Jordi, wie auch immer. Im hinteren Bereich gibt es überall Parkplätze. Glasklares Wasser. Ja, ich sag für heute Tschüss, Adios und Bye Bye. Würde mich sehr freuen über eine Belohnung, dass ihr den Kanal abonniert, kostenfrei selbstverständlich, und sage all meinen treuen Stammzuschauern vielen, vielen Dank für eure Unterstützung, vielen Dank für die zahlreichen Daumen nach oben bei allerbesten Mallorca-Wetter. Endet dieses Video und ich sage bis zum nächsten Mal, euer Jörg.